Das Wort für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Stefan Holovaty. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Demokratie goes digital. Das war die Grundidee des § 6a Volksabstimmungsgesetz. Und dieser ist im Juni 2016 beschlossen worden. Wir haben jetzt das Jahr 2021. Wir haben also mit unter 5 Jahre gebraucht dafür. Und ich kann auch die Kritik, die Fragen, die aus der SPD-Fraktion kamen, kann ich durchaus verstehen. Und glauben Sie mir, ich habe einige Erfahrungen in der Entwicklung von Softwareprojekten, im Management von Softwareprojekten. 5 Jahre kriegen Sie für etwas, wo nun wirklich nichts völlig Neues, keine unmöglichen Dinge programmiert werden sollten. Das ist eine Zeit, die doch sehr, sehr lange gedauert hat. Sehr lange gedauert hat. Und das ist durchaus auch ein Problem. Und die Frage hat Burkhard Peters ja auch ganz richtig gestellt, ist durchaus auch die Frage, sind wir denn da wirklich als Land optimal umgegangen? Und wenn wir 2016 ein solches Projekt beschließen, dann ist es ja durchaus auch noch im Rahmen der letzten Legislaturperiode gewesen. Und ich konnte auch den Berichten nicht entnehmen, dass unsere Vorgängerregierung in der Lage war, innerhalb eines Jahres ein Kickoff, ein 50. Kickoff dieses Projektes in den Weg zu leiten. Da frage ich mich wirklich, ist das eine Frage der Regierungen oder haben wir vielleicht noch ganz andere Schwierigkeiten? Wenn wir 5 Jahre brauchen, um ein solches Projekt umzusetzen, meine Damen und Herren, dann wirft das ein Schlaglicht darauf, warum Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland so lange dauert. Und das ist die eigentliche Frage, die sich mir an dieser Stelle stellt. Und deshalb bin ich überhaupt nicht traurig über den Bericht, sondern ich empfand ihn eigentlich, Frau Ministerin, als eine ziemlich schonungslose Abrechnung mit dem, was auch alles schiefgehen kann im Rahmen von digitalen Projekten. Ich möchte durchaus davor warnen, zu sagen, alles muss perfekt laufen. Das wissen wir, in der Softwareentwicklung läuft nicht alles perfekt. Aber es sind einige Dinge, die mich doch irritieren. Die Aufgabe von Dataport als IT-Dienstleister des Landes ist es doch eigentlich, das Land ins digitale Zeitalter zu katapultieren. Das heißt, da auch Geschwindigkeit reinzubringen. Und wenn Dataport diese Aufgabe nicht erfüllen kann, warum auch immer, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie bringen wir Dataport in eine Position, dass sie es erfüllen können? Denn wir sind Anteilseigner von Dataport. Ich will hier gar nicht groß darüber diskutieren, wie der Ruf der Zuverlässigkeit, der Leistungsfähigkeit der Dataport im Land ist, zum Beispiel auch bei den Kommunen ist. Vielleicht gibt es da auch einen erheblichen Dissens zwischen der Selbstwahrnehmung von Dataport und der Fremdwahrnehmung durch die Kunden. Mir macht das aber alles große Sorgen. Wir brauchen enorm viele Kapazitäten, Programmierung, Administration, Projektmanagement, enorm viele Kapazitäten für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, für die Umsetzung all der Ideen, die wir in der KI-Strategie, in der IT-Strategie des Landes aufgezeigt haben. Und wir brauchen daher einen sehr leistungsfähigen IT-Dienstleister. Und ich möchte mir deshalb eigentlich gerne mehr Gedanken darüber machen, wie wir die Geschwindigkeit und die Leistungsfähigkeit der Dataport dahingehend entwickeln können, dass sie es uns erlaubt, unsere Ziele bei der Digitalisierung dieses Landes auch tatsächlich umzusetzen. Die Ideen, die Zeit von der Idee zum Produkt, die sogenannte Time to Market unserer Ideen, muss drastisch reduziert werden. Ich erwarte daher, dass die Dataport ausreichende Entwicklungs-, Design-, Projektmanagement-, Administrationskapazitäten bereitstellt, sodass dieses Land nicht nur darüber redet, digital durchzustarten, sondern es auch tatsächlich tun kann. Der Verweis auf zu wenig Mitarbeiter und Fachkräfte, den lasse ich an der Stelle nicht gelten. Ein externer Projektleiter, Kollege Peters hat es erwähnt, macht das ratzfatz, hätte ich jetzt fast gesagt, macht das ratzfatz und setzt dann ein Projekt entsprechend um. Ich muss erwarten und ich erwarte auch, dass die Dataport zum Beispiel Drittanbietern diskriminierungsfreies Hosting von Lösungen für die öffentliche Verwaltung ermöglicht, sodass man solche Projekte auch mal komplett externalisieren kann. Ich erwarte, dass die Dataport selbstständigen IT-Unternehmen, Entwicklern, die Mitarbeit bei öffentlichen Projekten vereinfacht anbietet, einfacher macht. Das bedeutet, auch Aufträge, die extern vergeben werden, müssen so in einer Form ausgeschrieben werden, dass sie von den Losgrößen her, von den Auftragsbedingungen her, von den Einstiegshürden, von den bürokratischen Einstiegshürden, auch von kleinen IT-Unternehmen, auch von IT-Selbstständigen in unserem Land geleistet werden können. Schleswig-Holstein ist als Land Anteilseigner der Dataport. Wenn das alles nicht hilft, meine Damen und Herren, dann werden wir früher oder später, und das ist die eigentliche Aufgabe der Landesregierung, da werden wir sicherstellen müssen, dass die Dataport die Aufgaben erfüllt. Und wenn das nicht möglich ist, dann werden wir uns früher oder später irgendwann auch den Gedanken machen müssen, ob die Anstalt öffentlichen Rechts wirklich die richtige Rechtsform für die Dataport ist oder warum bestimmte private Strukturen besser funktionieren. Meine Damen und Herren, ich ärgere mich über die Dataport.
Und das muss was nutzen. Dankeschön.